Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Wurmvideo. Diesmal vom Stil her etwas anders und wahrscheinlich wesentlich ruhiger. Also das andere war ja immer nur mit Highlights und vielen Zeitraffern und so weiter. Kommen hier vielleicht auch zwischenzeitlich vor, aber eigentlich wollte ich euch mal so das wahre Leben quasi zeigen. Also Wurm an sich ist ein ziemlich ruhiges Spiel. Das heißt, man macht manchmal stundenlang sehr monotone Aufgaben. Und jetzt wollen wir gerade los mit 8 Mann und einer Kogge, die wir ja vor kurzem zu Wasser gelassen haben, und dann in südliche Gefilden, um da ein wenig Holz zu hacken. Weil hier gibt es zwar auch noch einige Vorräte, hier hinten zum Beispiel, aber die gehören größtenteils unseren Nachbarn oder es würde einfach doof aussehen, wenn wir das da wegholzen würden. Deswegen halt fernab der Heimat, wo es keinen stört, in Ruhe Holz hacken. So, jetzt wurde ich zu einem Team eingeladen, was natürlich nicht gleich geklappt hat. Nochmal Teamanfrage, bitte. Weil wir wollen jetzt ein Team gründen, das ist sowas wie eine Gruppe oder eine Party aus anderen Spielen, wo wir ein extra Chatfenster haben, damit wir den momentanen Dorfchat nicht stören. Aber ich denke mal, ich kann währenddessen schon mal Anker lichten. Anker wird gleich gelichtet. Lichtet mit D oder T am Ende. Oh weia, ich bin ein schöner Captain. Aber ein Captain muss nicht gut Rechtschreibung können. Oder sich artikulieren können, der muss nur grölen. Nein, nicht wirklich. Eigentlich muss er sich gerade gut artikulieren können. Sonst meutern die noch und die sind alle bewaffnet. Warum auch immer, wir wollen Holz hacken gehen. Aber ja. So, andere Chats kann ich ignorieren. Alle machen ihre Lampen aus, das ist eine gute Idee. Müssen ja kein Öl verballern. Dann hatte ich noch ein bisschen Essen mitgebracht. Das kann auch hier in die Hülle rein. Well done. Und irgendjemand applaudiert die Kogge. Na gut, Anker hoch. 10 Sekunden. Dann muss ich ganz schnell einen Drall nach links machen, sonst laufen wir sofort auf und crashen gegen Lokos Haus. Und los geht's. Wow. Ja. Und gestrandet. Ja, die werden sich jetzt auch alle wundern, was los ist. Kann ich euch pushen? Nö, kann ich euch draggen? Ja, werde ich können. Ich sehe ein Muster. In jedem dieser Videos werde ich das doofe Boot jetzt ziehen müssen. So, gucken wir mal, ob ich wieder so ein bisschen schummeln kann. Drag. Dann müsste es jetzt vorrucken. Genau. Dann mache ich wieder Stop Dragging. Kein Denglisch. Es ist nicht unsere Endung. Ja, geh mal. Ich hab dich auch lieb. So. Also, Dragon, Stop Drag, Dragging, Stop Drag. Und das Beste am besten auch in Richtung des tiefen Wassers. So, dann müssten wir bald. Da sieht gut aus. Stop Dragging, Vorschwimmen. So, gucken wir mal. Stop Dragging, Commander, bitte gib mir Geschwindigkeit. Nö. Ist aber auch eine Heidenarbeit. Also ich weiß, Loco hat damit angefangen, den Boden hier abzusenken. Das sieht man da schon ganz gut. Aber hier ist halt noch alles flach. Drag. Ich glaube, ich mache einfach ein bisschen nach vorne laufen. So. Stop dragging. Kann man sich bestimmt auch auf eine Taste legen. Man kann sich allgemein fast alles von diesen Rechtsklick-Dingern hier auf eine Taste legen, außer halt Gegenstände herstellen. Das ist so die Standardfrage. Jemand kommt ins Dorf. Ja, hallo, wie kann ich denn helfen? Ja, du könntest Planken machen. Dann macht er so 50 bis 100 Planken. Und dann kommt die Frage, ey, kann ich das eigentlich auf eine Taste legen? Und alle antworten, nein. Aber ja, es wäre sonst viel zu einfach und würde halt Makro-Gefahr bedeuten. So, jetzt aber Stop Dragging. Bewegt sich ein ganz kleines bisschen. Komm schon. Ja, ja, das sieht gut aus. Hui. An den Leichen vorbei. 30 km/h, das ist so geil mit der Kogge. Also normale zu Fußgeschwindigkeit, wenn man Nucky Dai ist, so wie er hier, mit 17 km/h. Was schon ganz schön schnell ist, wenn man darüber nachdenkt. Wenn man so ausgerüstet ist wie Kyria zum Beispiel, dann eher 7 bis 8 km/h. Ein ganz, ganz gutes Pferd schafft auch. Wollen wir doch veräppeln. Aber wir können auch drumherum. Ein ganz, ganz gutes Pferd schafft auch 30. Aber da können dann nicht so viele Leute rauf. Und die Stelle, da muss ich mir merken. Da müssen wir auf jeden Fall absenken. Oh, und das Team in Wald ist endlich da.
Ah, sehr schön. Alle drin? Fragezeichen? So, was haben wir? Wir haben hier unser Dorf. Wir haben da Quirinal. Wir haben hier Starfall. Und ab da ist eigentlich Niemandsland. Also hier ist eine kleine Fischerhütte. Aber da wohnt, glaube ich, keiner mehr. Das heißt, wir könnten hier eigentlich an Land gehen. Ich guck mal ganz kurz, was hier ist. Das sieht so ungewöhnlich aus, die Felsstruktur. Aber scheint nicht menschengemacht zu sein. Okay. Ich würde gerne. Achso, Anker. Aktivieren, aktivieren, aktivieren. Komm, 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 komm. Mur. So. Hier schaut gut aus. Also der Plan ist, alle von Bord. Und ich weiß immer noch nicht, ob man Bord richtig so schreibt. Und wir nehmen mit Nägel, damit wir Rafts herstellen können. Das sind Flöße, um das Holz hierher zu transportieren und auch in dem Teil selber zu lagern. Und noch eine Mahlzeit, die nicht allzu viel wiegt. So. Disembark, runter hier. Das Boot ist übrigens abgeschlossen. Also es kann jetzt nicht irgendjemand ankommen und einfach. Oh, ich ertrinke. Passagier. Pro-Tipp Nummer 1, den ich vergessen habe. Wenn man von einem Boot steigt, sollte man darauf achten, Stamina zu haben. Weil wenn man kein Stamina hat und im Wasser ist, ertrinkt man. So, jetzt runter aus dem Ausguck und an Land. Geht auch gleich viel besser. Sehr schön. Also, alles an Holz weghauen. Plankensägen für die Rafts. Das ist ein recht einfacher Befehl. Warum ruckel ich so komisch? Kyria steckt fest. Clap slash stuck. Slash stuck ist eigentlich, wenn man im Boden irgendwo festsitzt oder in der Mauer, kann man sich dadurch zufällig in eine Richtung bewegen, um mal wieder freizukommen. Es klappt aber nicht, wenn man in der Nähe von Häusern ist. Also man kann sich damit nicht in Häuser reinschummeln. Was bei manchen Leuten so ziemlich der erste Gedanke ist. Das klappt nicht. Kann einfach sein, dass ihre Plattenpanzerung zu schwer ist. Aber gut. Also. Hier sieht man auch ganz gut, was genau beim Holz passiert. Also mein Baum ist einfach nur umgekippt. Und es ist nur ein ganz kleiner Lockbeil rausgekommen. Von 4,8 Kilo. Normalerweise hat ein Lock 24. Aber der Baum war halt old and shriveled. Also schon alt und vergammelt. Das hier ist eher, was normalerweise passiert. Du haust einen Baum um und hast hier so ein Felltree liegen. Die wiegen bis zu 180 Kilo oder so. Und braucht man auch teilweise als ganzes Stück, um bestimmte Sachen zu bauen. Zum Beispiel Palisaden. Aber ja, wir wollen keine Palisaden bauen, wir wollen einfach nur Holz. Das heißt, der nächste Schritt, nachdem das Ding auf dem Boden liegt, einfach chop ab, chop ab, chop ab. Drei, vier Mal, je nachdem, wie viel Holz drin ist. Und dann liegen die Loks auf dem Boden. Aber das können die anderen machen. Jeder hat sich einen Baum geschnappt, sehr schön. Ich schaue mich derweil hier mal ein bisschen um. Denn ich bin auch der beste Kämpfer hier in der Truppe. Falls irgendwo Monster sind, sollte ich die jetzt schnell umbringen. Und nebenbei auch mal gucken, ob wir vielleicht doch irgendwo. Wer bist du? Asa, der Unaussprechliche. Was machst du mit einem Pferd hier? Jetzt sag mir nicht, dass du das Pferd an einem Seil die Kogge hinterhergeschliffen hast. Oder er ist einfach den Weg lang gelaufen. Okay. Also ja, ich sehe keine Monster, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Und ich sehe auch keine Häuser, dass hier irgendjemand meckern könnte, dass wir alles weghauen. Toter Bär, toter Gebirgsaffe. Nö, alles super. Und fast alles Pinienwälder. Denkt dran, vorher nach Sprouts zu gucken. Erstmal Sichel aktivieren und Baum rechts. Da müsste dann Pig Sprout stehen, wenn man es denn kann. Geht nicht bei jedem. Boah, ist das ein Satz. Okay. Ich habe den Vorteil, ich habe schon recht hohe Förster-Skills. Also sehe ich mit dem Mausober, wie alt ein Baum ist. Zum Beispiel hier ist der Alt und Sprouting. Das heißt, ich kann Pig Sprout machen und kriege den einen Setzling. Die Setzlinge nehmen wir auch alle mit.
Und was machst du mit der Statue da, unaussprechlicher? So, Kyria baut Rafts, ist schon mal sehr gut. Ich gehe primär auf Setzlingsjagd und der Rest holzt einfach weg. Sehr schön. Dann müssen wir gucken, auf wie viele Baumstämme wir überhaupt auf so einen Raft drauf bekommen. Weil es wäre unpraktisch, wenn wir die von Hand in die Kogge bringen müssten. Nicht vergessen, gute Qualität zum Fällen, wer skillen will, schlechte zum Scoppen. Ja, das ist richtig. Was er allgemein meinte damit, jetzt ein bisschen unglücklich ausgedrückt, wenn man Werkzeug hat und das Werkzeug hat gute Qualität, dann skillt man damit besser. Also man kriegt mehr Skill-Gain, denn der ganze Vorgang dauert wesentlich länger. Und je länger etwas dauert, desto mehr Skill bekommt man. Je nach Skill, muss man sich ein bisschen informieren vorher. Das heißt, wenn man wirklich nur skillen will und die Qualität des Endprodukts ziemlich egal ist, dann nimmt man ein Werkzeug mit möglichst schlechter Qualität. Also am besten einer. Wenn man jedoch möglichst schnell arbeiten will und hohe Qualität haben will, dann halt was mit hoher. Also bei meiner Axt jetzt zum Beispiel, die hat 70%, das ist schon ziemlich gut. Und ist auch noch verzaubert, dass sie schneller ist. Das war gerade wieder ein Shriveled Baum. Overaged, old, alles gut. Shriveled. Daran merkt man auch, dass das nicht wirklich ein Spielerwald ist. Wenn hier Spieler in der Nähe gewesen wären, die hätten darauf geachtet, dass ihre Bäume nicht shriveled werden. Das beste Alter, um sie eigentlich zu fällen, ist Very Old. Theoretisch bringt die Stufe danach, das wäre Overaged, noch mehr Holz. Aber der Sprung von Very Old zu Overaged ist viel zu lang. Das heißt, man baut sie normalerweise an, wartet dann, bis sie Old sind. Wenn man es eilig hat, fällt man sie schon bei Old. Wenn man es nicht eilig hat, wartet man bis Very Old. Noch länger zu warten wäre halt ineffektiv. So, du kannst gepickt werden. Zu lange mal im Dorf gucken, ob da alles okay ist. Ach, immer den lustigen Part weglassen. Hm? Oh. Was? Lichtscheues Gesindel mit Hang zu Brutalität. Historisch eher Pioniere, die lange Tunnel graben und dann unter feindlichen... unter Feldlinie Sprengstoff zu verstecken und die Befestigungen in Fetzen zu sprengen. Ah, wir lassen den letzten Part mal weg. Was zur Hölle? Achso, sie reden über Mineure. Ja, nee, okay. Und ich höre Kampfeslärm. Kurz fragen. Kampf bei uns irgendwo? Fragezeichen. Aber ich denke mal eher, das wird der Unaussprechliche sein, der hier rumjagt. Um uns zu beschützen. Kyria ist hinten am Segen. Nö, sehe keine Gefahr. Okay. Dann mal weiter Setzlinge suchen. Außer von dem Baum da. Das müsste ein Apfelbaum sein. Nee, Kirsche. Na doch, davon können wir auch was mitnehmen. Allgemein bin ich nicht so ein Fan von Fruchtbäumen. Also ja, eine kleine Farm von Fruchtbäumen zu haben, ist ganz praktisch, wenn sie denn mal Saison haben. Aber sie bringen halt fast gar kein Holz. Die Holzarten sehen meistens auch ein bisschen komisch aus. Ich habe es da gerne einheitlich aus Pinie. Und teilweise verdecken manche von denen ganz schön die Sicht. Also so ein Pinienwald wie hier ist eigentlich perfekt. Bringt schnell Holz, Pinie wächst am schnellsten und man kann gut drumherum gucken. Also für die Jagd gut und für die Holzproduktion. Alle anderen Bäume, zum Beispiel Maple oder Zeder, die sind teilweise so massiv, dass man durch so einen richtigen Wald, wo Feld auf Feld ein Baum steht, gar nicht durchgucken kann. So, alle schön sprouten. Ich frage mich echt, wo der Kampflärm herkommt. Das ist bei diesem Spiel ein wenig schwer einzuschätzen. Also man kann nicht sagen, ich höre es auf dem rechten Kopfhörer, also kommt es auch von rechts. Selbst wenn es gut eingestellt ist. Man hört halt alle Geräusche aus dem Local. Der Local ist so eine Art Blase um einen herum. Also eher ein Kreis, weil es jetzt 2D ist. Und alles, was in diesem Gebiet passiert, hörst du. Auch wenn es ganz am Rand des Kreises ist. Also ich höre zum Beispiel jetzt auch Kyria gerade sägen, obwohl sie ja doch schon ziemlich weit weg ist. Sprout. Oh, was ist da hinten denn? Ein seltener Ofen. Da gucke ich doch mal ganz kurz hin. Das verstehen die Jungs schon. Ich bin ja auch der Bürgermeister und so. Ich kann es mir erlauben, nicht durchgehend zu arbeiten. Außerdem mache ich ein Video, das ist die beste Ausrede. Ein toter Bär, der aber schon gebutschert wurde. Noch irgendwas drin? Ein Bärenzahn mit 90% Schaden. Ja. Yeah. 90% Schaden heißt, dass von diesen 47 Quali, die er hat, 90% abgezogen werden.
hat das Ding eigentlich nur 5% Qualität. Das bringt nicht wirklich viel. Also ja, zum Üben wäre es okay, aber davon haben wir schon genug. Ah, also es ist definitiv ein verlassenes Deed. Hier war ich auch, glaube ich, schon mal. Ein Altar zu Mag-Anon. Seltener Ofen. Ein Fass, wo bestimmt Wasser drin ist. Kann ich ja mal einen Schluck nehmen. Hinten eine Forge. Und Kisten, die auf jeden Fall leer sind. Also ja, man sieht an der Grundfläche ganz gut, dass hier mal ein Haus stand. Vor allem auch, weil die Sachen so an den Rand geschoben wurden. Aber halt alles weg. Ist denn Freiwild. Also allgemein ist alles Freiwild, wo die Wände schon Schaden um die 30, 40 rum haben. Wenn sie ganz weg sind, sowieso. So, Stippvasan. Ich mache die Umgebung sicher. Also eigentlich skill ich nur meine Kampffertigkeiten. Aber ja, vielleicht kommt hier noch ein bisschen was Gutes zu essen bei rum. Oder Tierfett. Ich glaube, was anderes droppen die nicht. Es dauert verdächtig lange, so einen Fasan umzubringen. So, wo ist mein Butcher-Messer? Da, Butcher. Open. Local ist alles okay, sind alles unsere Leute. Wir sind 2, 4, 6, 8, 10. Ja, wir dürften keine Probleme bekommen. Tierfett, 1 Kilo, 40er Qualität und schlechtes Fleisch. Nö, das bleibt mal da. Ich höre schon Lagerfeuer. Das wird irgendjemand am Strand gemacht haben. Oh, dann mal zurück. Genug erforscht. Ich brauche ganz viele Setzlinge für meinen Pinienwald. Also ich habe westlich der Stadt einen Pinienwald angefangen zu züchten. Das soll über die ganze Fläche da gehen, damit wir nicht so weit wie jetzt extra wegfahren müssen. Und immer nah bei der Heimat eine Holzfarm haben. Weil dafür braucht man tierisch viele Sprouts oder halt sehr viel Zeit. Dass man halt wartet, bis der Baum wächst, dann Sprout abnehmen, Sprout setzen daneben, warten, bis der Baum wächst, weiteren Sprout daneben setzen, warten, bis beide Bäume hoch genug sind, von beiden Sprouts abnehmen und so weiter und so weiter. Das zieht sich teilweise über Wochen und Monate, bis man aus einem Baum den ganzen Wald gezüchtet hat. Da ist so eine Aktion hier schon wesentlich praktischer. Theoretisch, wenn hier irgendwelche Menschen in der Nähe wohnen würden, würde ich durch sozialen Druck gezwungen werden, und es macht auch vollkommen Sinn, hier neue Bäume zu setzen. Also das ist eigentlich Standardverhalten. Man kann überall Bäume abholzen, außer direkt in der Nähe von einem Deed oder einem Haus, wenn man nachpflanzt. Weil nicht jeder Spieler hat immer Zeit, alle Bäume in seiner Umgebung rechtzeitig abzuholzen. Mit rechtzeitig meinte ich vor Overaged oder zu Overaged rum. Und dann passt das schon. Einfach neu pflanzen und gut ist. So, sehr schön. Aber ich denke, das reicht auch erstmal so als kleinen Einblick. Wie ihr sehen konntet, ist das nicht besonders actionreich jetzt. Vor allem nicht für die Jungs unten am Wasser. Die werden echt durchgehend nur auf ein... Grooveman haut mit dem Schwert auf den Baum. Ja, das ist auch gar nicht so weit hergeholt. Denn wenn man mit Schnittwaffen auf einen Baum einschlägt, also einfach Chop-up macht zum Beispiel, dann kriegt man Skill mit dieser Schnittwaffe. Also kann man auch mit einem langen Schwert oder mit einem Zweihänder drauf einhauen. Nur ist denn die Qualität von den Logs nicht so gut. Er kriegt jedoch Skill mit dieser Waffe. Also Langschwert oder Zweihänder, je nachdem. Aber nur bis zu einem gewissen Wert. Also gerade als Anfänger ist es eine gute Möglichkeit, die Waffenskills hochzubekommen, um halt einen richtigen Kampf besser bestehen zu können später. Das ist so das Standardding. Man haut ganz lange auf Bäume ein. Ich könnte übrigens auch ein bisschen drauf einschlagen. Cut down, cut down, cut down. Man schlägt mit jeder Waffenart einmal auf den Baum ein. Also Langschwert, Zweihandschwert, kleine Axt, mittlere Axt, große Axt, bis alles auf 10 ist. Und dann geht man mit Shafts oder Mallets auf eine Trainingspuppe hoch, bis Fighting Skill auf 10 rum ist. Und dann kann man sich eigentlich an die meisten Tiere ranwagen. So, ich sehe nichts. Ich wollte noch einen letzten Blick auf die Kogge werfen in dem Video. Denn mehr werden wir jetzt nicht so wirklich machen. Wir stehen einfach nur hier rum, hacken nach und nach alle Bäume weg, bauen die Rafts. Oh, da kann ich nochmal gucken, ob Kyria inzwischen eins fertig gebaut hat. Also die Rafts sind kleine Schiffe, richtig kleine Schiffe, ist eigentlich nur ein Floß. Und das kann man dann beladen mit allem möglichen Zeug, in unserem Fall halt die Baumstämme. Und die können wir dann einfacher zum Boot bringen. Und die Rafts selber mit den Baumstämmen oder was auch immer anderes sie geladen haben, passen in das Boot rein. Es ist ein wenig unrealistisch gelöst, aber normalerweise hat jeder Container halt nur 100 Lagerraum. Also es ist vollkommen egal, ob es eine Badewanne, eine Kogge oder ein Mensch ist, es passen nur 100 Gegenstände rein.
Deswegen wurde das umgangen, indem man halt recht große Container wie ein Raft in ein Schiff tun kann. Das heißt, du hast dann ein Schiff voll mit Flößen und die Flöße sind gefüllt mit Rucksäcken. Das füllst du dann alles nach und nach auf. Sieht bestimmt albern aus, aber so ist halt die Spielmechanik momentan. So, das sieht doch schon mal schick aus. Ja, das passiert, wenn man 10 Zwerge auf einen Wald loslässt. Alle mit Äxten bewaffnet. So, dann schauen wir doch mal. Ein nicht fertiger Pinion Raft. Oh, sterben jetzt alle. So. Gucken wir mal, was fehlt. Zack. Es fehlen 4 Loks, 7 große Nägel und 3 Planken. Na gut, da können wir doch kurz mal helfen. Zack. Den kann ich euch vielleicht nochmal zeigen, wie man das Ding zu Wasser bekommt, wie man es füllt und ob das dann wirklich da reinpasst oder nicht. Sieht übrigens richtig geil aus. MR Zwergenbruchtkock. Unser Schiff. Wir bräuchten echt noch eine Fahne. Also ich weiß, mit dem nächsten Patch, der morgen kommen dürfte, werden Tabards eingeführt. Also so ein Umhang, den man sich quasi über den Panzer rüberlegen kann, mit dem Logo dann drauf. Das wäre schon mal schick. Ich weiß aber nicht, ob wir dann wirklich unser Logo benutzen können oder das des Königsreichs. Wahrscheinlich, um unser Logo zu nutzen, müssten wir ein eigenes Königreich gründen, was noch ein bisschen weit weg ist. Das größte Problem ist momentan unsere Kampffertigkeiten. Denn um ein Königreich zu gründen, müssten wir nach Elevation gehen, dem Haupt-PvP-Server. Und wir sind zwar sehr viele, aber wir sind nicht sehr gut im Kämpfen. Dann würden wir recht schnell umgehauen werden. Das wäre nicht so schön. Aber ja, Langzeitziel wäre es auf jeden Fall. Auch wenn wir da vielleicht noch etwas mehr an unserem harten Kern arbeiten müssen. Wie gesagt, momentan sind wir so 30, 40 Leute. Für ein Königreich zum Gründen brauchten wir schon so 50. Ich weiß aber nicht, ob man die beibehalten muss. Also könnte man theoretisch genug Kumpel zusammensuchen, mit 50 Mann Königreich gründen und dann mit dem harten Kern aus 30, 40 Leuten das Ganze weiter betreiben. Was ja auch recht schick wäre. Und dann kann man halt auch eine eigene Flagge sich entwickeln. Und die dann wahrscheinlich auf die Tabards rauf tun. Und mit etwas Glück dann auf die Schiffe auch rauf. So mein Gerugon-Logo vorne auf der Zwergenbucht-Kogge auf dem Segel und oben drauf. Ja, hätte was. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Krone. Hihihi. Also Krone und Zepter und so andere königliche Sigillen. Heißt das, glaube ich. Also was zum Königtum dazugehört. Wie früher der Reichsapfel. Und das Zepter halt. So, wie viel brauchst du Ding noch? Du brauchst 4 Loks, 2 große Nägel und 3 Planken. Ja, das ist machbar. Und der Teamchat ist tierisch ruhig. Wahrscheinlich, weil sie alle wahrscheinlich doch im Village-Chat reden oder im Teamspeak. Denk mal eher Teamspeak. Kyria ist immer im Teamspeak. Azayal ja auch recht häufig. Nightfu auch, Radex sowieso. Ja, das sind alle fleißige Teamspeak-Besucher. Die werden sich alle da absprechen. Schön. Werd ja bloß ich ignoriert. Bin ja nicht wichtig. Hallo, Radex. Oh, sehr schön. Ein Rare Lock. Also seltene Gegenstände kann man entweder versuchen, weiter zu verarbeiten, in der Hoffnung, dass denn das Endprodukt auch rare wird, oder es opfern. Wenn man es dem Gott opfert, kriegt man erstmal als Dorf Boni. Und je nachdem, wie selten es ist, also ob es rare ist oder supreme, kriegt man volle Nahrung und teilweise sogar Skill-Boni. Also 0,01 oder so. Aber trotzdem nicht zu verachten. Vor allem das Essen auffüllen und Nutrition auffüllen auf 100 ist schon sehr genial. Nur 18 Loks. Also einmal Planken machen aus den 24ern. Ah, okay, das ist ein guter Hinweis. Also für das Raft hier, dieses Floß, reichen Loks mit 18 Gewicht. Standardmäßig hat ein Lok 24 Gewicht. Also kann ich jetzt bei jedem Lok eine Planke rausschneiden und dann das 20er Lok verballern. Statt den ganzen 24er. So sparen wir uns bei jedem Lok 4 Kilo. Was sich dann doch ein wenig läppert. So. 20er. Continue Building. Näher ran. Okay. Continue Building. Jo. So. 4 Loks, 3 Planken. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Sagt die Uhrzeit nicht gut. Gehst du gerade auf oder unter? Du gehst bald unter. Mäh. Im dunklen Holzhacken. Na gut. Erstmal kurz hier Bescheid sagen.
Okay, okay. So. Du bist 20. Continue building. Wo ist meine Säge? Da ist meine Säge. Dich auch noch zu einer Planke. Ich habe hoffentlich den normalen Lock angeklickt und nicht den Rare. Jo, guti. Warum hast du 16? Das war so nicht geplant. Mist. Oder das war ein angebrochener Lock. Also wenn man einen Baum umgefällt hat, so wie da hinten, der letzte Schlag, wo noch ein Stamm rauskommt, der ist halt nicht immer 24, sondern das restliche Gewicht von dem Baumstamm halt. Mal ganz kurz gucken. Hier auch nichts wirklich Interessantes. Nur Verkaufsangebote. Okay. Drei Loks, drei Planken. Drei Planken habe ich. Kann Kyrie die Loks anbringen. So, Continue Building. Continue Building. Continue Building. Das ist eine Menge Holz jetzt schon. Und da hinten sieht man den Unaussprechlichen. Der verletzt ist. Also definitiv eher gekämpft. Okay. Curious starts working with a large nails on the raft. Ah, sie macht ein zweites Raft. Ja, macht Sinn. Sie kann ja nicht wissen, dass ich für das Video jetzt das hier schnell fertig haben möchte, um euch zu zeigen, wie das geht. Könnte ich kurz sagen, aber was soll's. Wir sind ja nicht in Eile, nicht wahr? Wurm ist ja ein ziemlich ruhiges Spiel. Also, außer man macht PvP später oder geht jagen. Aber das tun wir gerade nicht. Auch wenn so ein PvP-Video nachher mit 20 tollwütigen, axtschwingenden Zwergen bestimmt auch lustig ist. Vor allem das Teamspeak dann, um das Ganze zu koordinieren. Da graut es mir schon ein wenig vor. Also was Teamspeak-Disziplin angeht, müssen wir noch einiges üben mit Aussprechen lassen und dergleichen. Aber arbeiten wir dran, das ist das Wichtigste. Immer schön die anderen respektieren und achten, dann wird alles gut. So, eine Planke, zwei Loks. Das heißt, es wird gleich an einem Lok hapern, ne? Weil das Ding hier ist nicht voll genug. Bist du groß genug? Du bist der, den ich gerade hingeschmissen habe. Bist du groß genug? Nö. Das sind also die Loks, die Kyrie ja schon hingeschmissen hat. Oh, da ist ein 24er. Drop. So, da ist es mir auch kurzfristig egal, dass der 24 hat. Dann verballere ich halt 4 Kilo Holz. Das können wir uns schon leisten. Ist ja nur Holz und wir haben hier den ganzen Strand voll. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall warten, bis die Aktion hier zu Ende ist. Also demnächst gibt es einen Cut. Und dann zeige ich euch am Ende der Aktion, wie der Boden hier aussieht. Das wird ziemlich beeindruckend sein. Muss man eine gute Stelle aussuchen. Wahrscheinlich da oben vom Aussichtspunkt aus. Dass man den ganzen Strand übersehen kann. So, wo ist das Ding jetzt? Oh, hier. So, take. Bin ja ein starker Junge. Du auf dem Boden. 60 wiegst du. Dann müsst ihr doch eigentlich gehen können. Okay, ich habe ganz viele Sprouts dabei, das könnte sein. So, öffnen. Schmeiß mal alle Sprouts da rein. Und die Nägel. Und den Rare Lock. Und das Essen? Meine Flokati will ich da nicht reinschmeißen. Na gut, dann müssen wir es halt die Altmondsche machen. Mit 0,54 km/h Richtung Wasser. Wirklich viel mehr kann ich nicht aussortieren, außer mein ganzes Werkzeug. Dann schmeiße ich nicht gerne auf den Boden. Safran. Ich glaube nur 0,05. Die werden sich auch wundern. Was zur Hölle macht er da? Warum schmeißt er Safran auf den Boden? Alles für die Zuschauer. Jedenfalls versuche ich es. Leinenpaar? Nö. Aber wir dürften gleich im Wasser das Ding besser ziehen können. Weil es halt im Wasser ist. Also. Drop. So, ab ins Wasser. Drag. Jau, sehr schön. Okay. Stopp. Kann ich mit dir bis zum Ufer ran? Also ein bisschen auf Land ziehen vielleicht. 2,5 ist noch machbar. Also ich müsste das Ding jetzt ganz mit Loks füllen. Oh, das wird schwierig. Wir sollten echt noch einen Karren bauen, um die ganzen Loks von hier hinten zum Strand zu bringen. So, open. Bitte passt da rein. Ja, passen sie. Sehr schön. So, komm ich an den da hinten. Oh, 0,61. Jo, je schwerer das Ding ist. Ah ne, je schwerer ich beladen bin, desto langsamer sind wir.
Okay, 7. Nein, mehr passen da nicht rein. Ach du Scheiße. Okay, das ist ein Problem. In einen Small Raft passen nur 9 Loks rein. Also wir können ganz viele Rafts bauen. Aber pro Raft nur 9 Loks, das ist übel. Drop. So, du, Drag. Komm mal mit. Wir gehen jetzt Richtung Kogge. Aber ja, das sind jetzt logistische Sachen, die sind nicht mehr ganz so interessant. Das heißt, es gibt jetzt einen Cut und ich melde mich dann wieder, wenn wir Richtung Ende sind von dieser Abholzaktion. Also bis gleich. Oh, kurzer Zwischenstand. Wir wurden gerade angegriffen. Hinterrücks von einem Ninja-Krokodil. Also ja, nicht wirklich. Wahrscheinlich haben wir einfach zu viel abgeholzt und sind einfach in die Nähe von seinem Nest gekommen. Aber das Ding wird hier ganz schön schnell runtergeprügelt. Da kriege ich wahrscheinlich gar keinen Schlag mehr rein. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mann auf ein Krokodil. Ja. Komm, stirb. Shield Bash. Ja, und tot. Das war's auch schon. Aber ja, so als kleinen Zwischenstand. Unsere Priester haben jetzt überall diese Lichtkugeln hier verteilt, damit man einigermaßen gucken kann. Und wir haben schon richtig gut was geschafft. Und das Ganze jetzt nach nicht mal einer Stunde. Also ich denke mal nachher, wenn wir richtig Schluss machen und ich mich nochmal wieder melde, dann ist hier fast alles ratzekar leer. Jede Menge Holz für uns. Auch wenn das fast alles nicht ins Boot passen wird und wir das endgültig dann doch mit Ochsenkarren abholen. Was jetzt nicht so schön ist. Aber ja, Holz ist Holz. Und wir sehen uns wieder, wenn wir hier durch sind. Und da wäre ich auch schon wieder. Wie ihr sehen könnt, wir waren ziemlich fleißig gestern Abend noch. Es wurde zwar zwischenzeitlich unterbrochen von einer PvP-Aktion, die zwar für unsere Allianz glücklich endete, aber für uns ziemlich langweilig war. Da mussten wir das Ganze hier Hals über Kopf liegen lassen. Das heißt, wir sind jetzt immer noch mit dem Abtransport beschäftigt. Aber jeder einzelne verdammte Baumstumpf da hinten war mal ein Baum und ist jetzt zum größten Teil unserem Lager eingebaut. Wir haben auch, wie man hier sehen kann, 83 Setzlinge noch dabei. Sogar einen seltenen. Und die werde ich jetzt alle demnächst bei uns westlich vom Dorf anpflanzen, damit dieser Wald hier quasi bei uns näher dran nochmal neu entsteht. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Aktion hier gefallen. Ich fand es schade, dass wir vergessen haben, einen Zeitraffer davon zu machen. Also wir haben momentan einen Spezialisten im Dorf, der sich um Zeitraffer kümmert und das auf dem extra Kanal hochlädt. Hiervon wäre das richtig cool geworden, sich hier oben im Ausguck zu stehen und einfach mal sehen, wie nach und nach alle Bäume umkippen. Aber ja, das können wir ja nächstes Mal nachholen. Also dann, bis die Tage.